Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video hier auf Gameplay Gamers und natürlich auch auf meinem Kanal auf YouTube. Heute geht es mal wieder um ein Wii U-Spiel und zwar um Project Zero Maiden of Black Water oder zu Deutsch Project Zero Priesterin des Schwarzen Wassers. Man hat das Spiel tatsächlich jetzt dann einem deutschen Titel gegeben, finde ich. Naja, weiß ich nicht unbedingt, was ich davon halten soll. Jedenfalls, hier im Bild seht ihr die Limited Edition. Dazu sollte ich sagen, ich habe bei Amazon nur diese eine Version gesehen. Ich habe also keine Ahnung, ob es das Spiel auch als Standalone-Version gibt. Fände ich halt ein bisschen schade, wenn es nicht so wäre. Aber es ist eben auch ein Nischentitel und vielleicht hat sich Nintendo gedacht, haut man doch direkt nur diese Version hier raus, um die Leute vielleicht ein bisschen auf den Geschmack zu bringen, was solche limitierten Editionen betrifft. Gut, hinten seht ihr quasi schon mal das Artwork von den beiden Hauptfiguren. Hier unten seht ihr dann, dass das Spiel ab 18 Jahren von der USK und 18 Jahren von der PG freigegeben wurde. Man sollte dazu sagen, dass es hierzulande, soweit ich weiß, auch ein bisschen geschnitten ist, betrifft allerdings nur die Kostüme. Da gab es wohl ein paar Kostüme der Figuren, deren wohl für den amerikanischen Raum zumindest wohl etwas zu obszön waren, aber das wissen wir ja, die Amerikaner haben teilweise ein bisschen einen an der Klatsche, was das betrifft. Und schicken dann ihre Leute bewaffnet auf die Straße, was auch nicht unbedingt viel besser ist. Naja, Amerika. Gut, und hier unten habt ihr dann noch eine Information darüber, wie die Audio und Texte vorliegen. Sprich, das Audioformat ist dann in Englisch oder japanischer Sprache. Also ihr habt englische und japanische Synchronisation. Und Texte gibt es in Englisch, Französisch und Deutsch. Also mit Japanisch und deutschen Untertiteln bin ich schon zufrieden. Gut, hier oben seht ihr übrigens, was hier drin enthalten sein soll. Ich glaube, man kann es nicht so gut erkennen durch den Lichteinfall. Jedenfalls das Spiel, ein Steelbook, ein Artbook, ja, irgendwie so Postkarten und dann noch ein doppelseitiges Poster. Doch dazu gleich mehr. Ja, und hier auf der Rückseite seht ihr dann eigentlich nur noch so ein bisschen die Spielinformationen. Das hier steht dann zum Beispiel, spähe in die Tiefen und erblicke das leibhaftige Grauen. In allen möglichen Sprachen, also multilinguale Verpackung. Und hier unten könnt ihr dann noch Informationen daneben, mit welchem Controller es spielbar ist und für wie viele Personen. Ganz einfach, eine Person und nur Wii U Gamepad. Andere Steuerungsmöglichkeiten sind nicht zugelassen. Das liegt aber auch daran, dass das Gamepad hier wohl essentiell ins Spiel eingebunden ist. Das habe ich zumindest dann schon so im Test gelesen. Bin ich mal gespannt, wie das so ist. Und ich packe jetzt einfach mal alles aus, was hier drin ist. Und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an. Also, wir haben hier das Spiel Project Zero Maiden of Black Water. Und auf der Rückseite, ihr seht, es ist auch wieder eine multilinguale Spielversion. Das heißt, ich weiß immer noch nicht, ob es das Spiel auch als Standalone gibt, wenn das hier schon multilingual ist. Aber packen wir das doch einfach mal aus. Es ist eine relativ geringe Spannung gewesen. Das wundert mich bei Nintendo-Titeln, weil bei Nintendo-Titeln ist es eigentlich so, dass man immer ein bisschen länger braucht. Und ja, hier drin befindet sich dann eben das Spiel und dann natürlich noch, ja, wie ich das Handbuch aufrufen kann. Das war es dann im Grunde auch schon. Also hier hat man eigentlich nichts verpasst. Dann haben wir hier das das Dealbook Project Zero Maiden of Black Water. Und ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde Steelbooks eigentlich nicht so pralle. Also vor allem, es ist ja schon eine Farce allein hier, wegen dass ja keine Anleitung dabei ist und so weiter. Und ich finde es halt auch immer blöd, dass dann hier auf der Rückseite eigentlich nie was draufsteht. Und ich muss sagen, ich bin eher ein Fan von den ganz normalen Plastikhüllen, weil die sind dann auch wirklich einheitlich. Da kann ich alle sehr schön ins Regal nebeneinander stellen. Und aber ich denke mal, das ist jedem selbst überlassen. Und hier kommen wir zum wirklichen Artbook von Project Zero Maiden of Black Water. Da werden wir mal kurz reinschauen. Das ganze Artbook werde ich euch sicherlich nicht zeigen. Hier sind dann ja, ich sag mal so Szenen aus dem Spiel, dann welche Figuren es gibt, hier zum Beispiel Dr. Asson und Haruka, Fuyuhi.
Und dann natürlich auch die Geister, das ist natürlich so ein Gruselspiel. Heute ist übrigens Halloween, wo ich das gerade aufnehme. Wäre eine gute Möglichkeit, das zu spielen. Ja, ist auf jeden Fall schaurig schön gemacht. Und es gibt Informationen zur Camera Obscura. Und dabei fällt natürlich direkt auf, der Text hier ist in Englisch. Also es gibt keine deutsche Übersetzung. Es ist eben, wie gesagt, eine multilinguale Veröffentlichung. Und hier an der Seite habt ihr dann auch mal auch ein bisschen das Vergnügen mit Japanisch. Also ich kann es euch leider nicht vorlesen, weil ich die Komposita hier nicht wirklich kenne. Ich kann euch sagen, dass das müsste das Kanji für rechts sein oder für links. Ich verwechsel die beiden nämlich immer. Aber könnte ich transkribieren, wenn ich lustig bin. Gut, und dann haben wir hier noch ja mehr Informationen. Jetzt haben wir hier einen Brief aus dem Jahr 1885 von Doc Brown. Hier sind dann einfach so, ja, sag ich mal, so Fotografien drin. Also es waren keine Postkarten, es waren dann tatsächlich Fotografien aus dem Spiel. Ich denke mal, das wird dann auch, dass man die so im Spiel dann auch machen kann. Hier auf der Rückseite wieder sehr schön auf Japanisch geschrieben. Hier haben wir zum Beispiel Minna stehen, also mehrere Leute groß. Okina, Yama. Ja, und dann weiß ich schon wieder nicht, was da steht. Das könnte das, na, das kann ich für Vogel sieht anders aus. Aber wollen wir uns jetzt daran nicht aufhalten. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Also das ist auf jeden Fall ein netter Bonus, um einfach ein bisschen diese Spielatmosphäre schon vorab schnuppern zu können. Wir sind dann hier in so einem Umschlag, der dann, sag ich mal, nicht so echt aussieht mit diesem Naturelle. Also da hätte man sich vielleicht noch ja was anderes aussuchen können. Gut, und hier kommen wir jetzt zu dem doppelseitigen Poster. Das ist mal wieder, was ich immer so bemängel, sehr schade, dass man es hier so aufklappt und man dann die ganze Zeit eben, ja, im Grunde halt die Knicke sieht von dem Poster. Fände ich persönlich nie so toll, aber wie will man es bitte anders verkaufen? Also, naja, gut, man hätte einen Gutschein beipacken können, dass man das zugeschickt bekommt, aber das wäre dann wieder ein Riesenaufwand gewesen. Da kann ich es auch verstehen, dass man das nicht macht. Jetzt muss ich mal schauen, wie sieht das Poster? Ich glaube, so sieht es richtig aus. Auf jeden Fall eine nette Sache. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht, aber ich meine, ist auf jeden Fall definitiv besser als nichts. Und auf jeden Fall ein netter Bonus. Und Kostenpunkt übrigens 60 Euro, wie ich das gesehen habe. Ich hatte sie für 70 vorbestellt, krieg aber 10 Euro Rabatt, weil 60 wohl der günstigste Preis war. Ich denke mal, im Einzelhandel kommt man hier noch ein bisschen günstiger weg, weil, da ich es ja bei Amazon bestellt habe, 5 Euro Strafversand für die Idioten, die zu faul sind, in den Laden zu laufen und sich dort ein 18er Spiel zu besorgen und lieber Amazon unterstützen, die immer noch nicht es verstehen, das Postident-Verfahren zu nutzen, was ziemlich gut ist, aber der Konzern es einfach nicht verstehen will. Gut, also, damit wäre dieses Unboxing-Video auch abgeschlossen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu Project Zero, Maiden of Black Water habt, dann schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Ich werde so schnell wie möglich darauf antworten. In dem Sinne, falls euch das Video gefallen hat, dann ja, abonniert mich, lasst mir einen Daumen da, wie auch immer. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch meine anderen Videos anschauen würdet oder möchtet. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!